Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen zu The Long Journey Home. Ich glaube, viel kann ich zu diesem Spiel nicht sagen, weil ich bisher nur 3, 4 Videos auf YouTube zugesehen habe und gedacht habe, das sieht verflucht geil aus. Ich war schon ein Fan von FTL, also Faster Than Light, ein Indie-Spiel, und ich dachte mir, ey komm, dieses Spiel, das musst du dir holen. No Man's Sky war ja schon auch so mit Weltall und so weiter, wollte ich mir auch holen. War mir aber ein bisschen zu teuer. Aber jetzt so bei dem Spiel dachte ich mir, ey komm, nee, einmal muss ich. Ich muss irgendwann es schaffen, eins dieser Spiele mal zu spielen und auch zu Let's Playen. Wie es hier jetzt dann aussehen wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur so weit, dass jede Entscheidung fatal sein kann. Ja. Und deswegen würde ich mal sagen, Spiel ab. Ich schalte mich mal kurz raus. Oder erstmal raus. Und willkommen beim Projekt Daedalus, dem Jungfernflug der ersten sprungfähigen Schiffs der Menschheit. Des ersten sprungfähigen Schiffs. Bitte wähle 4 Crewmitglieder, die das Schiff nach Alpha Centauri und zurückfliegen. Ihr Fachwissen und ihre Spezialfähigkeiten werden wichtig für diesen Erkundungsflug sein. Voraussichtliche Missionsdauer 3 Tage. Muss mal kurz einen Schluck nehmen. So. Ja, hoppala. Was haben wir denn hier? Siopen Hartigan, Archäologin. Dr. Siopen Hartigan, wohl uns wärmstens von unseren Sponsoren beim Minerva-Konsortium empfohlen. Sie verbrachte ihr ganzes Leben auf einigen der gefährlichsten Grabungsstellen. Ihre Methoden werden oft als umstritten bezeichnet. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass Hartigan die beste Wahl ist, wenn es darum geht, die Geheimnisse von Alpha Centauri ans Licht zu bringen. Diebstahl, Grabräuberei, ach komm schon, Archäologie ist die Geschichte unserer Welt und unser gemeinsames Geburtsrecht. Wie können wir es wagen, dieses an Banausen zu verschwenden, die Geschichte nur für sich allein haben wollen. Malcolm Winters, Testpilot. Testpilot Malcolm Winters wurde uns von der US Air Force ausgeliehen, um unseren Technikern beim Design des Landemoduls zu helfen und die Zivilisten zu trainieren. Er ist der menschliche Expansion in den Weltraum gegenüber skeptisch eingestellt. Seiner Meinung nach sind wir noch nicht bereit für das, was uns da draußen erwartet. Dennoch ist seine Anwesenheit für die Bewältigung anspruchsvollen Geländes und für missionskritische Operationen empfohlen. Mit unserer bloßen Anwesenheit da draußen öffnen wir die Büchse der Pandora. Hoffentlich können wir sie auch wieder schließen. Alessandra Iacovelli. Dr. Alessandra Iacovelli ist Leiterin für den Knossos-Antrieb verantwortlichen IASA-Ingenieursabteilung. Dieser sorgt dafür, dass die Rückreisezeit vom Mars in Tagen und nicht in Wochen gemessen wird. Im Gegensatz zu den anderen Kandidaten hat sie keinerlei Interesse daran, das Schiff überhaupt zu betreten. Die IASA hält ihre Anwesenheit an Bord jedoch für notwendig, vor allem nach ihren jüngsten Bedenken zur magnetischen Subraumnavigation des Sprungantriebs. Hä? Wenn ich springe, brauche ich doch kein Sublicht. Subraum. Ist was anderes als Sublicht. Nein, es ist bestimmt in Ordnung. Wirklich. Das wären noch nie dagewesene gravitative Kräfte. Die Wahrscheinlichkeit ist astronomisch gering. Aber wir sind im Weltraum. Ist das nicht alles astronomisch? Ash Malhotra, Botaniker. Dr. Ashwin Ash Malhotra behauptet, er wurde von unserem botanischen Team durch die strategische Anwendung von meiner Gitarre und einem besonders nervtötenden Lied nominiert. Weitere Nachfragen haben wir nicht gewagt. Malhotras Fachwissen, wenn es um terrestrische und Exobotanik von Mars und Europa geht, macht ihn jedenfalls zum idealen Betreuer möglicher botanischer Entdeckungen, die wir auf Alpha Centauri zu finden hoffen. Ich habe meinem Mann gesagt, dass IASA mich ins All schießen will.
Ich habe ihn noch nie so glücklich gesehen. Okay. Achso, er hat eine Pflanze. Sie hat Werkzeugkiste. Private Kiste mit Ersatzteilen für die Reparaturen und Geräten. Standardarmierung. Für umfassende Reparaturen am Landemodul. Aus Jopans Privatsammlung mitgebracht. Kristallschädel, aha. Benoit Verdier. Theoretischer Physiker. Alter Scheiße, ich glaube, ich krieg's wirklich hin, was ich hier gerade im Kopf habe. Benoit Verdier, Doktortitel aus Platzgründen ausgelassen, erregte Aufmerksamkeit als einer der jüngsten Nobelpreisträger. Trotz oder gerade wegen seines Rufes, alles andere als einfach zu sein, verbrachte er das letzte Jahrzehnt in mehreren renommierten Positionen. Dann fand er zum Professor Lebedev, einem der wenigen Forscher, den er respektiert. Man ist sich einig, wenn irgendein irdischer Intellekt bereit für das Unmögliche ist, so ist das Verdier. Vielleicht findet er dann endlich sein eigenes Spezies da draußen. Das Universum ist Mathematik und ich bin sein Meister. Weiße Pille, Benoits Pillen, beschriftet mit nur zum Gebrauch durch Benoit, unterschrieben von Dr. B. Verdier. Kirsten Barrasso, Astronautin. Nur wenige Menschen haben mehr Zeit im Weltraum verbracht als Kirsten Barrasso. Nach ihrer zweiten Tour an Bord der ISS-2 stellt die IASA sie als Beraterin ein. Ihre Lektionen über das Überleben im Weltraum waren für das Daedalus-Ingenieursteam bei den Vorbereitungen für den Testflug und den zukünftigen Betrieb mit einem 16-köpfigen Team von größtem Nutzen. Ha. Aufgrund einer kürzlichen Krebsdiagnose kommt sie für dieses jedoch nicht in Betracht. Ein letzter Einsatz wurde ihr allerdings bewilligt. Wer braucht schon den weiten Himmel, wenn er die Sterne haben kann? Ich ergreife jede Gelegenheit, dorthin zurückzukommen, wo ich hingehöre. Angepasste Armierung für umfassende Reparaturen an der Außenhülle. Nikolai Lebedev, Forscher. Nur wenige waren in diesem Jahrhundert so unentbehrlich für die Wissenschaft wie Professor Lebedev. Auch wenn sein Name außerhalb von Geheimlaboren und Regierungseinrichtungen unbekannt ist. Als Forschungsleiter vom Daedalus-Sprungantrieb ist er endlich in einer Position, in der sein Können gewürdigt wird. Trotz seines fortgeschrittenen Alters hat er verlangt, an der Mission teilzunehmen, damit er seine lebenslange Erfahrung und seine Führungsqualität im Falle von Schwierigkeiten unter Beweis stellen kann. Der nächste kleine Schritt für die Menschheit wird unser größter Sprung. Dafür werde ich schon sorgen. Ungezieferspray zur Abwehr von kleinen Schädlingen. Okay. Notfallsender sendet einen Hilferuf aus. Okay. Miriam Wagner, Missionskoordinatorin. Miriam trat der IASA ursprünglich als Physikerin bei und arbeitete an Halbleitertechnologie, die Bestandteil unseres Scanner-Arrays wurde. Vor kurzem übernahm sie die Führung unserer Kampagne Der Weltraum ist für alle. Der Weltraum ist für alle da. Wie kam mir das gerade in den Kopf? Die vor einer Zeit Zukunft warnt, in der nur noch Wissenschaftler zu den Sternen hinaussehen. Sie hat viel Zeit damit verbracht, andere für die Mission der IASA zu begeistern und den gemeinsamen Traum zu verbreiten. Die Erde wird immer unsere Mutter sein, aber alle Kinder müssen irgendwann das Nest verlassen. Wir werden nie erwachsen sein, wenn wir nicht beweisen, dass wir unseren eigenen Weg im Universum finden können. Simon Castillo, Konzerndirektor. Oh. Bergung sind alles, was man für einen Beutezug in Wracks und Ruinen benötigt. Mr. Castillo ist Vizepräsident der Abteilung für kommerziellen Entwicklung der Schiaparelli Bergbaugruppe, unserem größten Partner im privaten Sektor und zweitgrößten Firma des Sonnensystems. Ihre Finanzierung ermöglicht die Entwicklung und Konstruktion des Daedalus-Prototypen. Mr. Castillo hat entschieden, dass er persönlich vor Ort sein sollte, um zu sehen, was seine Milliardeninvestition in diesen neuen Raumfahrtzeitalter ermöglicht und um eine unmittelbare Ausbeutung neuer Güter in die Wege leiten zu können. Für Zitate stehe ich nicht zur Verfügung. Fragen Sie meine Assistentin. Ernsthaft? Den Typ nehme ich nicht mit. Zivile Beobachterin, Zio Creed. Ich weiß nicht, ob die Entwickler irgendwie Stargate-Fans waren. Also so direkte Zusammenhänge gibt's nicht, aber ich sehe eindeutig ein paar kleinere Parallelen und ich habe sogar schon im Kopf gehabt, ob ich nicht irgendwie mein Team so zusammenstelle wie das SG-1-Team. Und ich habe gesehen, dass theoretisch, aber nur theoretisch, sowas wie Stargate Atlantis auch möglich wäre, vor allem mit dem Typen, der sich als der Obergeilste hält. Und ich denke so derbe an Dr. Rodney McKay. Jedenfalls, die letzte lese ich noch.
Zoe Creed, zivile Beobachterin, hat Zoes Laptop das Herzstück des Zeotrope-Blogger-Imperiums. Im Alter von 16 Jahren begann die australische Studentin Zoe Creed über ihre Liebe zum Weltraum zu schreiben. 7 Jahre später ist die Zoetrope-Webseite eine der größten Internet-Communities für junge Wissenschaftler. Seit kurzem arbeitet Zoe als offizielle Reporterin des Daedalus-Projektes und produziert tägliche Blog-Einträge und Videos. Sie wurde von der IASA als zivile Beobachterin und Chronistin des Testflugs eingeladen. Hab meinen Professor gesagt, dass ich meinen Doktor wohl noch aufschieben muss. Als er da. Und er dann so: Wenn du das nicht machst, ziehe ich dich an den Haaren herbei. Dabei haben sie gerade erst den richtigen Farbton. Also, wenn ich das SG-1-Team haben will, brauche ich eigentlich einen Sprachwissenschaftler, aber auch Ingenieur. Also, Archäologin ist Dr. Daniel Jackson. Ingenieurin wäre ja eigentlich Samantha Carter. Zivile Beobachter. Ein Konzerndirektor. Konzerndirektor wäre sowas wie. Wie hieß der Typ nochmal? Kinsey. Zivile Beobachter, Woolsey. Richard Woolsey. Forscher. Astronautin. Ja, ich nehme Ingenieurin. Ich nehme den Testpiloten. Das wollte ich nur noch T-Alk. Aber. Im Endeffekt ist das ja ein Testflug. Da finde ich, sollte es schon Astronaut, Ingenieur und Testpilot, Testflug gibt. Das heißt, Pilot, Astronaut und Ingenieur würde eigentlich ausreichen. Botaniker, Forscher, im Endeffekt Astronautin. Ich habe nicht ganz das Team zusammen. Das kotzt mich an. Aber ich bleib dabei, dass ich nehme die. So, hier kann ich mir ein Schiff aussuchen. Es gibt drei. Die Ulysses, Endurance und Discovery. Zufällig Star Trek Raumschiffe. Höhenstärke. Im Endeffekt will ich denn den hier, weil der hat am meisten Treibstoff und die meiste Hülle. Aber nicht so eine Sprungreichweite, ne? Such da schon Materietank. Manövrierfähigkeit, Gerätesteckplatz. Ich brauche. Schiffs an diesem Modul und kontrolliert Treibstoffverbrauch, Sprungantriebsreichweite und den exotischen Materiesammler. Dieses Modul enthält Mineralmetall- und Gasumwandler. Dieses Modul kontrolliert das planetare Scanner-Array zur Erkennung von Leben, Wetter und Ressourcen. Bergbaulaser, Spitzenmaßtechnologie für kostengünstig effizienter Asteroidenabbau. Asteroidenbergbau. Dann kann ich mir noch eine Farbe aussuchen. Kann ich nicht? Schade, dass ich das nicht einzeln machen kann. Das Interessante ist, die Farben wirken sich auch auf die Anzüge der Crew. Wirken darauf. Die Anzüge sehen dann anders aus. So. Ich habe gerade ehrlich gesagt, sehen die aus? Ah, ja, ich nehme das da. So, Landemodule. ISV Serenity, Pathfinder und Odyssey. Also die Serenity ist auf jeden Fall aus Firefly. Frachtraum 9, 8, 6. Im Endeffekt der Treibstofftank, Bohreffizienz, Sondeneffizienz, Gerätesteckplatz, Landemodulantrieb, bla bla bla, Bohrer, Sande, Schleudersitz. Ja, im Endeffekt Hüllenstärke und Frachtraum ist hier am meisten. 9, 6, 8. Ja. Bohreffizienz. Treibstofftank, na gut.
Er hat mehr Treibstoff. Aber ist halt nicht so effizient. Komm, ich nehm die Serenity. Und. Gut, ich als Stargate-Fan erkenne sofort. Aha, Stargate-Referenz. Nein, ich nehme natürlich. Mess, warte mal, was? Ah, das ist blöd. Wir nennen mich nur Arterior. Lass mich verarschen! So, nämlich den Seed. Gib einen Code ein, um eine Galaxie zu generieren. Teile ihn mit Freunden und vergleicht, welchen Unterschied eure Crew und die getroffenen Entscheidungen auf eure Reise machen. So, bitte wähle ein Landemodul. Es wird wichtig sein, um an eurem Bestimmungsort Ressourcen Informationen zu sammeln. Und hier bitte wählt ein Schiff für die Daedalus 7 Mission. Sie wurden als Vorbereitung für die künftigen Missionen alle für Langzeiterforschung umgerüstet. Ich nehme die Endurance, kann ich. Nee, schade, den Namen kann ich nicht ändern. Ich würde nämlich zu gern. Prometheus? Ja, ich hatte gerade so Daedalus im Kopf, weil das das erste Schiff der Daedalus-Klasse aus Stargate wäre. Allerdings wäre die Odyssey die erste. Naja, egal. Ja, ich bleib dabei. Schwierigkeitsgrad Entdecker und Rogue. Ich nehme auf jeden Fall grün, weil ich einfach nicht weiß, was am Ende passieren wird. Auf der Erde starten. Tutorial. Lerne, wie man das Schiff und den Lander fliegt. Starte von der Erde. Tanke am Mars auf und bereite dich auf den ersten Sprung nach der Menschheitsgeschichte nach Alpha Centauri vor. Was kann schon schief gehen? Nach dem ersten Sprung beginnen. Verloren. Verletzt. Allein. Das Schiff ist beschädigt und die Crew besitzt nichts außer ihrem Souvenir aus der Sphäre, die sie quer durch das Universum katapultiert hat. Und so beginnt für sie das größte aller Weltraumabenteuer. Tipp! Du kannst jederzeit zwischen Controller und Maus Tastatur wechseln. Drücke einfach eine Beliebe-Taste auf dem jeweiligen Gerät. Malcolm Winters persönlicher Hinweis. Fliegen und navigieren sie deutlich einfacher mit einem. Navigieren ist deutlich einfacher mit einem Controller. Wie gut, dass ich mittlerweile beides habe. Auf jeden Fall, mach das Tutorial mit. Außerdem sieht man dann alles.